Ich brauche das Geld. Außerdem bin ich nicht krank. Gehirnerschütterung, so ein Schwachsinn. Mhm. Das sehe ich. Jetzt mach dir mal nicht ins Hemd. Mir kann's ja egal sein. Ist ja deine Gesundheit. Andererseits, so eine Gehirnerschütterung kann chronisch werden. Hab ich noch nie gehört. Du kannst es mir schon glauben. Dann hast du ständig solche Schwindelanfälle, Sehstörungen etc. Herr Brandner rechnet mit mir. Ich kann jetzt nicht so einfach krank machen. Du musst wissen, was du tust. Na, wird das hier eine Badezimmerparty? Ist was nicht in Ordnung? Wie man's nimmt. Dir auch einen schönen guten Morgen. Hey. Hi. Ist auf dem Weg zum Arzt? Angeblich ja. Termin hat er aber nicht. Er kommt auch so dran. Ja, wenn er wirklich hingeht. Er hat's doch versprochen. Das muss bei ihm ja nicht unbedingt was heißen. Du weißt doch, wie stur er ist. Stur ja, aber nicht blöd. Ich habe ihm klipp und klar gesagt, was mit ihm los ist. Ja. Und wenn ein anderer Arzt ihm das Gleiche sagt, vielleicht kapiert er es ja dann. Ne? Hey. Das sieht ja nach einer ganzen Weltreise aus. Was machst du denn hier? Hast du keine Vorlesung? Doch. Aber? Ich habe mir freigenommen wegen akuter Unlust. Kann ich gut verstehen. Ich hätte auch keinen Bock, mir jahrelang diesen Psychoquatsch reinzuziehen. Du, also eigentlich finde ich das schon ziemlich spannend. Nur leider kannst du dir davon nichts kaufen. Im Moment vielleicht nicht. Was ändert sich ja, wenn ich erstmal irgendwann fertig bin? Dann therapiere ich bestimmt überstresste Bauarbeiter. Aber ohne mich, bis du dein Diplom hast, da sitze ich schon längst auf meinem Motorrad in Amerika. Ja, ja. Feuerland, die Anden. Oder wahrscheinlich doch nur die nächste Baustelle in Oberhausen. Du wirst schon sehen. Wenn ich die 4 Wochen Montage abgerissen habe, dann geht's gleich los. Das klingt gut. Und wenn du für die nächste Klausur paukst, dann mache ich vielleicht gerade einen Boxenstopp in Seattle. Naja, dafür muss ich zurzeit nicht die Schaufel auf irgendeiner komischen Baustelle schwingen. Ja, und das macht mir überhaupt nichts aus. Im Gegenteil. Ich schicke dir auf jeden Fall eine Karte aus San Francisco. Danke. Herr Brandner. Kannst losgehen? Du warst das, stimmt's? Was? Jetzt tu nicht so doof. Du hast Herrn Brandner das mit der Gehirnerschütterung gesteckt, richtig? Es tut mir leid. Dabei musst du es erfahren. Und wieso? Weil du dich nicht mal von einem Arzt hast durchchecken lassen. Wenn dir auf der Baustelle was passiert wäre, dann wäre das auch für Arno ziemlich dumm. Es wäre aber nichts passiert. Mann, du hast gehört, was Tom gesagt hat. Du kannst nicht so auf Montage fahren. Verdammte Hacke, ich bin fit! Klar, das hat man gestern Abend ja gesehen. Na und? Es gibt noch lange nicht das Recht, mir meine Zukunft zu versauen. Zukunft? Es geht hier um einen Job auf dem Bau. Ja, richtig. Um meinen Job. Und es war meine Entscheidung, dorthin zu gehen. Ja, die war aber leider falsch. Weil du nicht nachgedacht hast. Glaubst du, ich bin zu doof? Nein, aber du hast null Verantwortungsgefühl und führst dich hier auf wie ein Kleinkind.